und schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es auch wieder ein besonderes Video. Wir kochen jetzt in diesem Moment nichts, denn es ist schon fertig. Ich habe es gestern mit Hilfe gemacht, weil es ist viel Geschnibbel. Und du hast es schon im Titel gelesen, wir machen Suppenwürze, also so eine Suppenpaste selbst. Und es hört sich erstmal kompliziert an, aber glaub mir, das ist es sicher nicht. Es ist alles einfach und super haltbar und schmeckt und gesund, denn du weißt genau, was hier drin ist. Im Grunde wird es so eine Paste und ich zeige es dir mal, denn ich habe noch ein offenes Glas, das nur noch so halb voll wurde. Denn die anderen hier sollen natürlich haltbar bleiben und die will ich natürlich jetzt nicht aufmachen. Also, so sieht es hier innen aus. Eine Paste aus Gemüse und das für Suppe oder alle möglichen Gerichte, wo einfach noch ein Tickchen fehlt und du weißt nicht genau was. Da ist das perfekt. Aber jetzt von Anfang an, wie macht man so einen Spaß? Drin ist bei mir Folgendes. Lauch, Zwiebel, Knoblauch, Sellerie, Karotte, Pastinake, Petersilienwurzel und als Gewürze, also unglaublich viel Salz ist hier drinnen. Dann auch Pfeffer und bei mir noch dieses Mal Liebstöcke. Im Grunde bist du hier aber völlig frei. Du kannst alles nehmen, was du gerne in deiner Suppe hast. Auch zum Beispiel Fenchel oder diverse Kräuter. Man kann das auch ein bisschen alles asiatisch angehaucht machen und noch Ingwer dazugeben. Es ist alles möglich. Als erstes haben wir dann angefangen, das Gemüse zu waschen und auch zu schälen. Wir haben es ziemlich klein auch geschnitten, damit das alles im Ofen nicht so lange braucht und damit man auch nicht so lange rumpürieren muss, bis alles wirklich klein und fein ist. Vor allem ich finde das auch bei dem Lauch ein bisschen nervig, weil der so faserig ist und dann hat man einfach diese Fasern. Deswegen habe ich auch den relativ klein geschnitten. Es dauert zwar in diesem Moment erstmal länger, aber später beim Pürieren merkt man einfach dann die Zeitersparnis dort. Ja, wir haben dann alles geschnitten, eben Lauch, Zwiebel, Knoblauch, Sellerie, Karotte, Pastinake und Petersilienwurzel. Und dann ist alles auf zwei Bleche gekommen und in den Ofen bei 200 Grad. Da Vorsicht, der Lauch kommt erst später dazu, weil der verbrennt schneller bzw. röstet schneller als die anderen Zutaten. Deswegen den noch extra lassen und der Rest kann eben dann in den Ofen. Ich habe den bei 200 Grad Umluft angeheizt und erstmal eine Viertelstunde drin lassen. Anschließend habe ich dann mal zwischendurch umgedreht und auch den Lauch dazu gegeben. Und auch Kräuter, wenn ihr habt, ist dann ein guter Moment, die dazu zu geben. Bei mir ist jetzt noch Liebstöckel drin und der war eh getrocknet schon. Vielleicht hast du den auch schon in meiner Instagram-Story gesehen, da hatte ich mal so ein Quiz, was es ist. In der Zwischenzeit, wenn das Gemüse im Ofen ist, haben wir die Gläser sterilisiert, also das heißt ausgekocht, also kurz in heißes Wasser, einen Moment drinnen lassen und dann auf ein sauberes Geschirrtuch. Wie ich das genau mache, habe ich auch in meinem Marmeladenvideo verlinkt und das siehst du hier oder da. Ich weiß es gerade nicht, irgendwo hier oben ploppt jetzt ein i auf, da kannst du dann später noch mein Marmeladenvideo anschauen. Wenn das Gemüse dann gegart ist und auch die ersten braunen Stellen und somit auch Röstaromen gebildet hat, kann man es aus dem Ofen nehmen. Ich habe es dann kurz gesalzen und ja, da haut man schon ordentlich Salz drauf, denn es soll ja auch haltbar werden und bleiben. Das Salz eben drauf, kurz einmal durchrühren und dann habe ich es nochmal für 5 oder 10 Minuten kurz in den Ofen gegeben, damit das noch einmal so durchziehen kann und schon einziehen und auch eventuell ein bisschen Wasser ziehen noch kann. Anschließend haben wir es dann portionsweise püriert, immer so ein halbes, dreiviertel Blech circa auf einmal. Das ist aber Geschmackssache, das kannst du natürlich mengenmäßig machen, wie du dich da wohlfühlst und wonach dir gerade ist. Wir haben es wie gesagt portionsweise püriert. Und dann auch noch einen kleinen Ticken Salz meistens gleich dazu gegeben, weil es insgesamt noch wahrscheinlich zu wenig war. Wenn dann alles püriert ist,
einmal durchmischen und nochmal probieren. Und bitte seid da vorsichtig, probiert wirklich immer mit einem sauberen bzw. abgewaschenen Löffel. Nicht immer wieder die Spucke rein und so und Bakterien quasi. Wirklich da vorsichtig sein. Und ich habe kein Rezept hier verlinkt, weil ich tue mir das sehr schwer bei dem. Nehmt einfach alles Gemüse, was ihr wollt und wirklich eine ordentliche Portion. Das dürfen ruhig ein paar Kilo sein, je nachdem wie viel Gläser ihr habt. Wie gesagt, wir haben jetzt gestern diese Portion hier gemacht und ein Glas fehlt und das hat meine Schnibbelhilfe schon mitgenommen. Und das reicht dann auch wieder wahrscheinlich für den ganzen Winter, je nachdem wie viel Suppe ihr natürlich esst. Genau, und dann müsst ihr abschmecken und es soll wirklich richtig versalzen sein. Also du kannst ja keinen Teelöffel voll genussvoll dann essen, sondern eher so eine Spitze und es soll eben versalzen schmecken, definitiv. Ja, das Ganze dann abfüllen in die Gläser. Hier müsst ihr aufpassen, dass hier keine Luftblasen sind. Also wirklich hier schön mit dem Löffel so lange rumstochern, bis alles an Luftblasen draußen ist, möglichst wenig Luft rein, alles abfüllen und dann auch randvoll machen und den Rand auch noch vielleicht mit einem Zeber oder einem Tuch abwischen, damit nichts irgendwo am Rand hängt, das dann den Schimmel ins Glas bringen könnte. Ja, wenn das getan ist, dann ist eigentlich auch schon fertig. Natürlich muss man dann noch aufräumen und das dauert auch noch ein bisschen. Aber dann habt ihr es geschafft. Ihr habt eine super Suppenwürze und ihr braucht jetzt wirklich nichts mehr tun. Es muss nicht nochmal in den Ofen. Es muss nicht heiß abgefüllt werden. Das Salz macht alles für euch. Das ist komplett fertig so und es ist super tolle, geile Suppenwürze. Da kann keine Suppenbrühe und wenn sie noch so tolle Zutaten hat, mithalten. Das ist wirklich die beste Variante, eine schnelle Suppe im Winter mit Geschmack selbst zu machen. Ja, wie schon am Anfang gesagt, es ist alles möglich hier. Du kannst die Zutaten variieren, mischen, wie du magst, auch die Mengen. Wenn du jetzt sagst, Sellerie, nee, habe ich nicht so gern, dann weniger Sellerie. Allerdings sind halt die Grundzutaten Lauch, Zwiebel, Sellerie, Petersilienwurzel und Karotte. Alles andere, da bist du ganz frei mit Gewürzen, ob du noch Rosmarin rein willst und eher in die mediterrane Richtung oder eben, wie vorher schon gesagt, lieber mit Ingwer in die asiatische Richtung, um dann, keine Ahnung, Ramen oder ja, vielleicht auch die instant fertige asiatische Nudelsuppe selbst zu machen. Hiermit kannst du's. Du kannst auch natürlich verschiedene Varianten machen und das auch natürlich an einem Tag, eine Portion so, die andere so. Ja, alles ist hier wieder mal möglich und probier es aus. Wie gesagt, Rezept habe ich keins. Mach einfach mal drauf los, hau ordentlich Salz rein und ich bin mir sicher, das machst du super. Es kommt ein tolles Ergebnis dabei raus. Falls du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine private Nachricht auf Instagram. Da beantworte ich immer ganz fleißig oder kommentiere unten. Ich freue mich schon auf das nächste Video, das wahrscheinlich am Sonntag rauskommt oder Mittwoch. Das sind immer meine Tage. Mittwoch 18 Uhr, ganz sicher. Manchmal auch noch am Sonntag um 18 Uhr. Hab einen schönen Tag und schau hier und hier noch gerne ein bisschen weiter. Abonniere hier gerne meinen Kanal und folge mir gerne auf Instagram. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao hier.